Im Fall der Diskussionen um die zukünftige Führungsrolle in der Landes-CDU nach der desaströsen Wahlniederlage mehren sich die Stimmen für den Landesvorsitzenden Thomas Strobel und gegen Fraktionschef Guido Wolf. So hat sich der ehemalige baden-württembergische Finanzminister Willi Stechele in einem Interview mit der Bild am Sonntag im Fall einer grün-schwarzen Koalition in Stuttgart eindeutig für Thomas Strobel und gegen Guido Wolf ausgesprochen. Strobel solle in diesem Fall als Vizeministerpräsident für die Menschen, das Land und die CDU die Verantwortung übernehmen. Dieser wäre, so Stechele weiter, eine starke Stimme mit bundespolitischer Erfahrung. Man müsse mit einem Koalitionspartner am Kabinettstisch auf Augenhöhe und nicht als Juniorpartner sitzen. Stechele hatte Wolf demgegenüber mehrfach öffentlich als CDU-Fraktionschef auf Zeit bezeichnet. Wolf hatte zum Missfallen vieler bereits in der Wahlnacht versucht, die Führungsrolle bei anstehenden Koalitionsverhandlungen an sich zu ziehen. Ich ganz persönlich als Spitzenkandidat, meine Partei hat mich in diese Rolle gestellt. Sie hat mich offensichtlich nicht auf den Spaziergang geschickt, sondern auf einen steinigen Weg. Und ich bin selbstverständlich bereit, diesen steinigen Weg auch weiterzugehen, um unseren Beitrag zu leisten. So hatte sich Wolf handstreichartig zudem bereits zwei Tage nach dem Sturz der CDU auf 27% als Fraktionschef wiederwählen lassen. Wolf hatte eine grün-schwarze Koalition zu diesem Zeitpunkt als No-Go bezeichnet. Guido Wolf, so Stechele gegenüber Bild am Sonntag, müsse sich entscheiden, in welcher Form es bei einer grün-schwarzen Koalition für ihn eine politische Zukunft gäbe. Stechele hatte bereits unmittelbar nach der Wahl Guido Wolf zum Rücktritt aufgefordert. Indessen lässt der von vielen CDUlern favorisierte Thomas Strobel die Rückkehr nach Stuttgart offen. Zunächst, so der Bundestagsabgeordnete und Berliner Innenstaatssekretär, gehe es um Koalitionsverhandlungen über Grün-Schwarz.